Und weiter geht's mit Let's Play Dark Souls in dem Grabmal der Riesen. Ich habe mich einmal etwas genauer umgeguckt und habe tatsächlich festgestellt, dass es hier kein Leuchtfeuer gibt. Ich weiß nicht, ob ich mich schon in der Nähe des Leuchtfeuers befunden habe, als ich da ein bisschen in der Dunkelheit rumstolziert bin, aber unsere einzige Chance, großartig Fortschritte zu machen, ist eben dieses Leuchtfeuer zu finden. Und ich frage mich, wie man da oben rankommen soll. Das dürfte selbst mit einer Leiter schwierig werden. Okay, wie gesagt, ich habe im letzten Video 35.000 Seelen verloren. An diesen scheiß verdammten Riesenskeletten. Und ich hoffe, dass ich die wiederkriege. Das wäre nämlich ansonsten ziemlich traurig. Wir tasten uns also wie beim letzten Mal vorsichtig. Mein Gott, da sind schon wieder diese Augen. Und ich wünschte mir so sehr, es wären Katzenaugen. Aber es sind keine Katzenaugen. Ah! Do your worst! Fucking bitch! Hey, die sind doch gar nicht so stark. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die in einem guten Moment erwischt. Oh mein Gott, ich habe so einen Schiss. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Hier ist ja schon wieder so ein Abgrund. Guckt euch das an. Das Spiel verleitet aber einem förmlich dahin zu laufen. Und irgendwer schießt auf mich. Ich habe hier keine große Zeit, irgendwie zu verweilen oder sowas. Und ich weiß immer noch nicht. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Hier ist wirklich gar... Da unten ist was. Sieht aber nicht aus wie ein Leuchtfeuer. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich das Leuchtfeuer irgendwie so erkenne, aber aus der Entfernung. Da sind meine Seelen. Ich sehe sie schon. Da unten. Ha! Oh Gott! Ich muss hier weg! Okay, das ist... Autsch! Habe ich das eine Skelett gekillt? Ich habe es gekillt. Wunderbar. No. Ah. Ah. Diese Pfeile sind echt komisch. Sehen aus wie irgendwelche astralen Ausgeburten. Ja. Schön. Das wird wahrscheinlich auf YouTube sowas von dermaßen dunkel sein, dass man überhaupt nichts erkennt. Und zu diesem Gebiet fällt mir auch überhaupt nichts mehr ein. Das ist einfach nur zum Kotzen. Ich meine, das ist... Seien wir doch mal ehrlich, das ist wie völlig ausgehungert in den Darkroom zu hängen und zwischen 1000 baumelnden Penissen die knackige Bockwurst zu greifen. Genau so ist das. Es ist einfach vollkommen unwahrscheinlich. Okay. Gehen wir einfach mal hier runter. Schnabidu. Was steht da? Versuch's mit links. Ist es links? Nein, das kann alles nicht richtig sein. Das ist alles komisch. Moment. Okay, hier ist also nichts. Hier ist auch nichts. Und hier kann man auch ganz sicher nirgendwo... Doch, man kann da lang. Da ist ein geheimer Pfad, der mich vielleicht zum Glück führt. Was ist das? Leuchtfeuer? Leuchtfeuer, wo? Serious Entwickler. Serious. Diese kleine Piss-Strickleiter. Soll man erkennen? Soll man die wirklich erkennen? Ich meine, cool, dass wir sie gefunden haben. Das, aber. Also. Das ein bisschen unwahrscheinlich ist das schon, oder? So, was werden wir... Eigentlich will ich mit meiner Stärke bis auf 50 kommen. Weil ich wirklich gerne dieses Schwert aus... Diese Mega-Drachenklinge würde ich wirklich gerne ausprobieren. Aber ich muss auch an meine Vitalität denken. Denn so viel Leben haben wir nicht. Und ich muss auch an meine
Kondition denken und ich muss auch an meine Beweglichkeit. Beweglichkeit ist jetzt nicht so wichtig, aber Kondition und Vitalität sollten doch auch noch einen Stellenwert bekommen. Allerdings machen wir hier dann auch wieder mehr Schaden. Na, nehmen wir es erstmal so. Habe ich noch irgendwelche Seelen, die ich verwenden kann? Ja, natürlich habe ich die. Das wird einmal 8000. Das dürfte einmal 5000 bringen. Und dann nehmen wir noch so eine kleine hier und dann können wir noch eine Stufe aufsteigen. Das wird doch jetzt mittlerweile ziemlich teuer aufzusteigen, aber gut. Wen verwundert das schon sonderlich? Gut. Stärke auf 37, das heißt noch 13. Ich denke, ich habe eine Menge Farmen vor mir. Jetzt wissen wir auch, woher der Name dieses Gebiets stammt. Ich meine, wenn man sich diese Skelette anguckt. Ich weiß nicht, was für Viecher das... Ob das ja, das waren wahrscheinlich Riesen, aber ich meine... Über die Riesen selbst erfährt man ja in Dark Souls jetzt eigentlich nichts. Ich meine, den einzigen Riesen, den wir kennengelernt haben, das ist ja dieser Schmied. Und diese komischen Bronzeritter da. Wobei die ja eigentlich... Waren das jetzt wirklich fleischliche Riesen oder waren die künstlich erschaffen? Das ist auch noch eine Frage, die sich stellt. Ich denke nicht, dass wir mit dieser Rasse noch mehr zu tun bekommen. Ich will da durch. Wow! Wo führt das überhaupt hin? Da ist auf jeden Fall ein ziemlich garstiger Bogenschütze. Ich sehe ihn doch. Hey, deine glimmenden Augen. Der Trägheit. Wo führt das hin? Wo führt das? Ich kann die... No. I took an arrow to the fucking chest. Oh Gott. I've got a devil on my shoulders over and over. Wo führt das hin? Autsch! Oh. Autsch! What? Okay, das hat gut geklappt. Autsch. Ich glaube nicht, dass es sich hier um das Gebiet handelt, wo ich hin muss. Oh Gott! Das sind ja auch noch Riesen! Das sind ja auch Riesen! Wo führt mich diese Leiter hin? Ich bin gerade dabei, ein Mysterium aufzudecken. Schaut mir zu, Spieler, helft mir! Nachdem wir oft genug Penisse gegriffen haben, ist es nun eine Zeit für einen... Wie komme ich da ran? Und wo... Oh no. No. Ah. 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 Okay, sie sind doch nicht so stark. Allerdings gehen mir hier die Estus-Flakons aus. What the... Ja. Washer. Bone Crusher. Cord. Ja. Ja, schön. Schön, dass du mich hier hingeführt hast. Aber wie komme ich nun? Ich höre was. Das ist beunruhigend. Seele stolzer Krieger. Das ist total das Mistgeburt-Level, ganz ehrlich. Die Frage ist, kann ich hier runterfallen? Ohne zu sterben? Um dieses komische Ding aufzuheben. Und was ist überhaupt, ich meine... Da! Ha! Gut, dass ich sie gesehen habe. Das ist auch so total unscheinbar. Wo sind wir hier? Ich halte es nicht aus. Nee, ich auch nicht. Mein Freund, ich fühle mit dir. Egal, wer das geschrieben hat. Ich fühle absolut mit dir. Was ist das hier überhaupt? Ja, das ist wahrscheinlich wieder so ein dummer Abgrund.
Auge des Todes. Habe ich nicht jetzt schon ein Auge des Todes? Ich hoffe doch. Ich meine, ich versuche euch seit 5 Jahren mit meinen Blicken zu ängstigen. Wenn das jetzt bisher nicht geklappt hat, warum habt ihr nie was gesagt? Ja, genau, hier war noch was offen. Komm schon, das klappt. Das klappt! Schwerfälliger! Waldes, Ritter, stolzer Krieger. Na. Okay, es geht noch. So. Das sind alles Abgründe, die sich hier auftun. Gut, hauen wir wieder von hier ab. Ich glaube, das ist am besten. Ja, das Grabmal der Riesen kann uns an sich nur zu Nito führen. Das ist der einzige Fürst, den ich mir hier vorstellen könnte. Man kann das Leuchtfeuer, wenn es entzündet ist, allerdings doch recht gut erkennen. Kann ich hier runterfallen? Kann ich da runterfallen? Natürlich kann ich da runterfallen. Ich kann da runterfallen. So, wir haben 5 Flakons. Ich finde, das ist etwas wenig. Deswegen werde ich jetzt einmal Menschlichkeit benutzen. Ich werde 2-mal Menschlichkeit benutzen. Genau, wir können ja jetzt auch... Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wir haben ja diesen letzten Boss in den Katakomben besiegt und dadurch haben wir jetzt irgendein Ritual des Feuers erlernt, mit dem wir die Flakons über 10 hinaus steigern können. Wir hatten ja vorher immer 10 Flakons, konnten das Leuchtfeuer einmal entfachen und jetzt können wir es noch weiter entfachen. Zumindest habe ich das so verstanden. Wir probieren es einfach mal. Und haben jetzt 15 Estus-Flakons. Genau, das ist ziemlich cool. Und wir erhalten von hier einen ziemlich guten Einblick in die Dämonenruinen, in denen wir auch schon so mehr oder weniger oberflächlich waren. Wir hatten dort auch einen ersten Boss, den Lavastrom-Dämon, den wir nicht besiegt haben. Der steht auch noch auf meiner To-Do-List. Das werde ich auch definitiv noch nachholen. Aber es hat nun erstmal Priorität, Nito zu finden. Ich höre da noch was und da hinten sieht es irgendwie merkwürdig aus. Ich gehe einmal zurück, weil hier noch was ist. Ne, der führt... Moment, ich kann da runterspringen. Schädellaterne. Moment! Schädellaterne. Ich hatte schon eine. Kann ich die benutzen, um was zu sehen? Nicht sonderlich. Nee, das hat irgendwie keinen Sinn. Was ist das da vorne? Das ist ein Rufsymbol. Ich kann Ornstein rufen. Wer zur Hölle bist du? Ah, das ist die, die immer nach den Penissen greift. Genau die ist das. Nein. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done? Moment mal, ist das nicht die vom Feuerbandschrein? Die ist es doch, oder? Scheiße, Mädel, was ist mit dir passiert? Was ist hier passiert? Was ist das davon? Okay, offensichtlich hat irgendetwas ihre Begleiter korrumpiert. Vor denen habe ich allerdings keine Angst. Oh mein Gott. Okay, er ist zum Super Saiyajin geworden.
dafür gerade die Tür auf. Ja, Puppe, sie sind erledigt. Was nun? You banished those two hollows, hab did you? Ich, ja. It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Bitte sehr. Here, please. Auffrischung. Naja, mit diesem Wunder kann ich nichts anrichten, aber gut, ich mache jetzt eben eine kurze Pause, bin gleich wieder für euch da.